genau. Dann spielen wir Schuhe. Okay, in welcher Farbe wurde der Stadtsaal unterschrieben? A. Violett, B. Blau, C. Grün. Also, ich denke Grün. Ja. Okay. Aus wie vielen Teilen besteht der Stadtsaal? A. Aus 729, B. Aus 30 oder C. Aus 9? 9 war. Okay. Oh, danke schön. Hat der Staatsvertrag unterschrieben? A. In Schlossbühne wieder. B. In Schlossenbrunn oder C. Auf der Spitze des Großdückners? Nein. wo liegt der Staatsvertrag? A. In Wien, B. In Moskau oder C. In Paris? In Moskau. Okay, gut. Hielt der Österreich Staatsvertrag heute noch? Ja. Stimmt. Okay, warte. Erste Frage. Wer hat in Österreich Staatsvertrag unterschrieben? A. Erwin Kroll, B. Leopold Fiegel oder C. Adolf Hitler? Leopold Fiegel. Genau. Wie lauten Leopold Fiegels berühmte Worte? A. Österreich ist Krieg, B. Österreich ist frei oder Österreich wird besetzt? B. Österreich ist frei. Genau. Aus wie vielen Teilen besteht der Staatsvertrag? A. Aus 729, B. Aus 30 oder C. Aus 9? B. B. C. C, genau. Ja. Warte, das habe ich schon gehabt. Unterschrieben. A. Am 15. Juli 1955, B. Vorige Woche oder C. Am 30. Mai 1966. Genau. Wie waren die Worte Leopold Fiegel? Österreich ist frei. Aus wie vielen Teilen besteht der Stadtpark? A. Aus 729, B. Aus 30 oder C. Aus 9? 9 Teilen. In Wien, in Schloss Schönbrunn oder auf der Spitze des Großglockners? Schloss Schönbrunn. Okay, wo wird der Staatsvertrag heute aufbewahrt? In Wien, Moskau oder Paris? Wien. Moskau. Gilt heute noch der Staatsvertrag? Ja, nein oder? Ja, passt. Unterzeichnet in Werder Wien, Schloss Schönbrunn oder auf der Spitze des Großglockners? Wien. Richtig. Wo wird der Staatsvertrag heute aufbewahrt? In Wien, Moskau oder Paris? Wien? Na, richtig. Gilt der österreichische Staatsvertrag heute noch? Antwort A, ja. Antwort B, nein. Oder Antwort C, keine Ahnung. Sicher. Staatsvertrag in Berlin, Wien, Schloss Schönbrunn oder auf der Spitze des Großglockners? Großglockners sicher nicht. Was war das erste? Wien. Ja, Wien sowieso, aber wo? Ja, wer Wien. Ja. Okay, richtig. Gut, danke. Wo wird der Staatsvertrag heute aufbewahrt? In Wien, Moskau oder Paris? Paris. Falsch. Danke. Gibt der österreichische Staatsvertrag heute noch? Antwort A, ja. Antwort B, nein. Antwort D, keine Ahnung. Ja. Gut, richtig. Also, wer hat den österreichischen Staatsvertrag unterschrieben? Ja? Erwin Bröll, Leopold Fiegel oder Adolf Hitler? Adolf Fiegel. Sehr gut, die hat gefragt. Wie lautet Leopold Fiegels berühmte Worte? A. Österreich im Krieg, B. Österreich ist C. Österreich wird besetzt. Ich habe mit Fiegel auf den Kopf Österreich! Ihr seid super! So, das ist eine Frage. Mit welcher Farbe wurde der Stadtvertrag von Leopold Fiegel unterschrieben? Welche Farbe? A. Violett, B. Blau, C. Grün. Mit Rosa. Ja, cool. Nein, auch C. Ich darf nur mal Itzi. Rosa. Wo wird der Staatsvertrag heute aufbewahrt? A. Wien, B. Moskau, C. Paris. In Paris! Gibt der
Wann wurde der österreichische Staatsvertrag unterschrieben? Gestern! Sonderinfo, stimmt's? Woche C am 17. Juli 1955. Ich glaube, C. Ja, stimmt. Okay. Wo wurden die Worte österreichisch frei ausgesprochen? A. Auf dem Balkon vor der jubelnden Bevölkerung. B. In dem Marmorsaal des Schloss Belvedere. Ja. C. Im Festsaal des Schlosses Schönbrunn. Ja, stimmt. Wo befindet sich das Original des Staatsvertrages? A. In Wien. B. In Paris. C. In Moskau. Moskau. Ja, stimmt. Danke sehr. Start.